Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Mertes, sehr geehrter Dr. Röhr, sehr geehrter Herr Wies, sehr geehrte Gäste, ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier bei uns in der Schule und heiße Sie willkommen. Nun begrüße ich eine wichtige Person, ohne die der heutige Festtag nicht vollzogen werden könnte. Ich begrüße Herrn Christoph Wies. Herr Wies, Gründungsmitglied und Vorsitzende des Förderkreises Synagoge Laufersweiler. Erst endlich, Herr Wies, dass Sie, die Sie die Patenschaft übernehmen für dieses Projekt, heute zu uns gekommen sind und auch unter uns beiden. An dieser Stelle hätte ich uns gerne vorlesen gewusst. Aber sie ist die Landeskoordinatorin für dieses Projekt Schule ohne Rassismus. Und folglich möchte ich Frau Diana Klar vom Bistum Trier ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen und Ihnen gleichzeitig an dieser Stelle, Frau Klar, für die großzügige finanzielle Unterstützung, ohne die wir dieses Projekt hätten nicht stemmen können. Ja, wir hätten unsere Zeitzeugin, Frau Zetesi, wird auch erst im Laufe des Vormittags zu uns stoßen. Ja. Und dies begrüße ich jetzt alle nicht namentlich genannten Gäste, die unserer Einladung gefolgt sind und hier unter uns weilen. Das ist mir das Begrüßen von meiner Seite. Ich wünsche uns eine schöne Feier. Herr Mertes, ich darf das Mikro übergeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Ehrengäste, aus Ihrer Tagung einen herzlichen Glückwunsch, dass Sie eine Schule ohne Rassismus werden wollen und sind. Herr Fekus, das ist ein großes Ziel in einer Zeit, wo man leider mit vielem angesprochen wird, was mit Rassismus zu tun hat. Wo es umso mehr zu schätzen und zu würdigen, dass diese Schule einen anderen Weg mit ihren Kindern gehen will und sie erziehen will in die Richtung toleranter, großzügiger, freundschaftlicher, kameradschaftlicher zu sein. Das ist wichtig. Und da sie das mit der Courage. Was ist dann das für ein Wort? Heißt Mut. Kommt aus dem Französischen und bedeutet, wir müssen im Umgang mit anderen Mut haben. Den Mut haben, ihn zu verteidigen. Wenn er angegriffen wird, wenn man schlecht redet. Eine Schule mit Courage, mit Mut werden wollt, finde ich das ein wunderbares Ziel. Ihr seid nicht allein, ihr habt eben gehört von eurem Schulleiter, wie groß das Netzwerk der Schulen ist. Und selbst im Rhein-Hunzel-Kreis haben wir Partner, Schulen. Wie geht das mit der Courage? Wie geht das mit dem Eintreten für andere? Ganz einfach. Erst einmal, habt keine Vorurteile. Gucken hat Herr Fekus gesagt, ja, nicht weggucken, wenn irgendwas passiert, wenn einer geschubst wird, weil er sozusagen bei dem anderen den Salz zu liegen hat. Lest viel über andere. Wir Europäer haben gemeint, die ganze Welt wäre uns untertan. Und dann haben wir auch genauso gehandelt. Und nun stellen wir fest, 500 Jahre danach, seitdem Kolumbus über den Atlantik gesegelt ist, das ist gar nicht so, dass wir die Welt regieren. Jetzt regieren auch andere die Welt mit und sie bestimmen uns über uns und sie können Einfluss nehmen auf uns. Selbst das kann man mit Toleranz ertragen. Wir können ertragen, dass China der Exportweltmeister der Welt ist und nicht Deutschland. Wir können das. Thank you.
meisten Fällen jedenfalls. Deswegen hat das Schulorchester auch pünktlich um 9 Uhr diese Veranstaltung eröffnet. Ich danke euch herzlich für den tollen musikalischen Beitrag. So, ich sage das, weil wir sind relativ komplett, würde ich sagen. Wir warten noch auf Frau Pies. Das ist die Landeskoordinatorin. Ich hoffe, dass sie in den nächsten Minuten eintreffen wird.